Wir reagieren jetzt auf jeden Fall. Das wird der Kirche nicht gefallen. Nick Hain und die Pedo-Hunters. Von der Messe zum Sextreffen. Ab geht's. Wir haben mit 4Bro einen richtig dicken Fisch gefangen. Ich sag's euch, sowas habt ihr noch nicht gesehen. In einer Welt ungewisser Zeiten gilt die Kirche als letzte Instanz der Geborgenheit. Im Haus Gottes sollen die Schwachen und Zerbrechlichen Schutz finden. Aber was wäre, wenn genau dort die Gefahr lauert? Wenn ein Mann getarnt im Gewand Gottes auf die Jagd nach jungen Mädchen geht und ein perfides Spiel treibt. Ist das vor der Ehe nicht verboten? Nein. Ich werde diesen Tag niemals vergessen. Es war klar, dass wir etwas tun mussten. Verstanden, wir sind mit 30 Minuten da. Jetzt! Auf! So the itsy bitsy spider went up the spout again. Oh Junge, wie gehen wir dieses Thema bloß an? Ich stehe gleich vor zwei Herausforderungen. Die erste ist erstmal die wichtigere, und zwar den Zweck dieses Videos zu erklären. Es geht darum, einen skrupellosen Täter, der das Wort Gottes für seine Zwecke missbraucht hat, ausfindig zu machen und der Polizei zu überführen. Es geht nicht darum, eine gesamte Religion zu diffamieren. Und bevor sich jetzt wieder einige aufregen, wir haben uns nicht auf die Kirche gestürzt, weil wir uns das ausgesucht haben, sondern weil dieser Täter nicht nur einen Fake-Mädchen-Account von uns angeschrieben hat und sein Unwesen getrieben hat, sondern gleich zwei. Und das immerhin über einen Zeitraum von einem halben Jahr. Und ich will einfach mal ganz kühn behaupten, dass wir bestimmt nicht die einzigen waren, die er angeschrieben hat. Er hat quasi danach geschrien, dass wir ihn uns schnappen. Und wenn der Täter Imam gewesen wäre, hätten wir das Ding genauso durchgezogen. Und wenn der Täter Rabbi gewesen wäre, auch. Uns ist es nämlich gelinde gesagt, egal, welcher Religion man angehört, egal ob Täter oder Teammitglied. Und für diejenigen, die sich am Titel stören, es sollte der Kirche auch nicht gefallen, was passiert ist. Genauso wenig wie die anderen Fälle in der Welt, bei denen die Täter Positionen in der Kirche beziehen. Und ich bin mir auch sicher, dass diejenigen aufrichtigen Christen, von denen ich auch einige kenne, die uns sogar persönlich unterstützen, der gleichen Meinung sind. Kommen wir nun zum zweiten Problem. Wie soll ich euch das ganze Problem hier erklären? Ganz ehrlich, jeder, der sich sowieso über das aufregt, was Nick Hain und sein Team da macht, sind eh pädophilen Supporter. Ganz ehrlich, das ist meine klare Meinung dazu. Wer sich gegen das stellt, was die Jungs da machen, ist offensichtlich ein Supporter von Pädophilen. Den stört das offensichtlich nicht, was die Leute da im Internet mit den Kindern und sowas machen. Wenn man sich über das aufregt, was die tun, supportet man den Scheiß anscheinend. Verstehe ich nicht. Wir hatten auch ein, zwei Leute hier damals im Stream, die gesagt haben, dass das, was sie machen, nicht gut ist und dass Pedos auch nur Menschen sind und bla und bla. Nein, scheiß auf diese Menschen, ganz ehrlich. Gar keine Gnade, gar kein Mitleid. Also ich bin der Meinung, dass man auch noch deutlich härtere Mittel da aufziehen könnte eigentlich, wenn wir nicht in so einem Land wie Deutschland leben würden, bei dem gewisse Dinge einfach nicht so hart bestraft werden. Ja, leider. Nicht mal so hart wie Steuerhinterziehung gefühlt. Ich bin der Meinung, dass man wirklich dann noch ein paar ganz, ganz andere Sachen mit denen machen sollte, wenn die sich an Kindern vergreifen. Punkt. Ohne dass YouTube mir einen auf den Deckel gibt. Es gibt bei YouTube einen ganz schmalen Grat für sogenannte kontroverse Themen. Und wir bemühen uns sehr, diese Grenze nicht zu überschreiten. Ihr fragt euch manchmal, warum wir so viele Worte piepen. Weil YouTube eine klare, unklare Definition davon hat, was man nicht tun sollte. Sogenannte Inhalte zu kontroversen Themen, die zwar keine verstörenden Darstellungen enthalten, aber möglicherweise anschauliche Beschreibungen. Das heißt, wenn ich die Straftaten eines Täters auch nur sporadisch anspreche, diese vielleicht zu anschaulich für den Einzelnen sind und deswegen eingeschränkt werden müssten. Und der Grund, warum ich eben klare, unklare Definition gesagt habe, liegt daran, weil sich selbst die YouTube
Mitarbeiter untereinander da nicht ganz einig sind. Nehmt beispielsweise unser letztes Video. Ich habe da das Intro zuerst hochgeladen von dem Release und dieses wurde von YouTube als nicht werbefreundlich eingestuft. Dann habe ich das gleiche Intro, ohne irgendwie dieses zu verändern, mit dem gesamten Video zusammen hochgeladen und dann wurde es als werbefreundlich eingestuft. Ich glaube, dass YouTube-Mitarbeiter es in der heutigen Zeit aber auch nicht ganz so einfach haben. Trotzdem wollen wir keine schlafenden Hunde wecken. Deshalb werden wir euch nicht zeigen können, was der Täter vor dem Treffen geschrieben hat oder auch gezeigt hat. Aber ihr müsst uns glauben, es war krass. Ihr könnt euch aber natürlich wieder die unzensierte Konversation vor dem Treffen angucken auf unserem Rumble-Kanal. Glaubt mir aber, ihr werdet auch in diesem Video einen guten Eindruck davon bekommen, was das für ein Typ ist, insbesondere wenn er mit dem Mädchen alleine ist und seinen Mund aufmacht. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seht irgendwie ansatzweise diesem Typen ähnlich. Und jetzt werdet ihr so vor 500.000 Zuschauern als der böse Pedo-Kirchen-irgendwas-Typ da dargestellt. Das ist auch richtig asozial. Stellt euch vor, das wäre jetzt so ein Glatzkopf, der genauso aussehen würde wie ich oder so. Da würden alle direkt denken, ja Mann, der sieht ein bisschen aus wie Ringlife. Unser Protagonist der heutigen Folge ist Johannes, Spitzname John. Johannes ist ambitionierter Oberministrant in seiner Gemeinde und somit verantwortlich für die jungen Ministranten. Außerdem will er bald in die Rolle des Pfarrers aufsteigen. Er liebt es, für Kinder und Jugendliche in seiner Gemeinde Verantwortung zu übernehmen. Laut seiner Aussage möchte er die Jugend recht leiten. Aber Johannes hat auch ein dunkles Geheimnis. Vor circa einem halben Jahr geschah etwas sehr Seltsames. Einer unserer Accounts, die 12-jährige Lana, wurde von einer jungen Frau namens Anna kontaktiert. Diese freundete sich mit Lana an und hielt regelmäßigen Kontakt mit ihr. Eines Tages switchte die sonst so freundliche Anna aber in ihrem Ton um und schlug bestimmend vor, die Lana mit ihrem besten Freund Johannes bekannt zu machen. Dieser sei Single und obwohl er deutlich älter als Lana sei, hätte er starkes Interesse, Lana näher kennenzulernen. All das wirkte irgendwie seltsam und dubios. Johannes war im Gegenzug zu Anna sehr dominant und fordernd und machte direkt klar, was er wirklich von dem jungen Mädchen erwartete. Immer dann aber, wenn sich Lana zurückzog, weil Johannes zu viel Druck machte, wurde sie kurz darauf von Anna kontaktiert, welche das junge Mädchen dann wieder motivierte, mit Johannes weiterzuschreiben und auf seine Wünsche und Bedürfnisse einzugehen. All das war schon irgendwie seltsam, aber in den dunklen Ecken des Internets zunächst nichts Außergewöhnliches. Als das Gleiche aber dann 6 Monate später wieder bei einem weiteren unserer Accounts geschah, nämlich der 12-jährigen Alina, wurden wir hellhörig. Konnte es sein, dass Anna und Johannes die gleiche Person waren? War das etwa Johannes Masche und bei wie vielen jungen Mädchen hatte er diese bereits in der Zwischenzeit durchgezogen? Dann aber platzte die Bombe. Johannes schickte Alina dieses Bild. Anstatt sich für sein Geheimnis zu schämen, posaunte er es stattdessen stolz heraus. Auf die Frage, ob die Dinge, die er mit Alina vorhatte und sein Glaube sich vereinbaren ließen, antwortete er eiskalt, dass man die Regeln der Kirche nicht so ernst nehmen müsse. Als wäre das Ganze nicht schon krass genug, passierte Folgendes. Johannes hatte offensichtlich mit so vielen Mädchen Kontakt, dass ihm zunächst gar nicht aufgefallen war, dass die Profilbilder von Lana und Alina sich sehr ähnlich sahen. Das lag daran, dass beide von unserem Lockvogel Denise stammten. Dann fiel es John aber irgendwann doch auf und er sprach Alina direkt darauf an. Jetzt waren wir uns sicher, dass wir aufgeflogen waren und gaben halbherzig als Notlüge an, dass Lana und Alina Zwillingsschwestern seien, aber sich nicht so gut verstehen würden. In der Gewissheit, diesen Fall verloren zu haben, staunten wir nicht schlecht, als Johannes sich nicht nur nicht davon abschrecken ließ, sondern rücksichtslos versuchte, die angeblich verstrittenen Schwestern gegeneinander auszuspielen, um die Dinge zu bekommen, auf die er von Anfang an aus war. Ab da hatten wir genug von Johns gewissenlosem Spiel. Es war an der Zeit, ihn den Behörden zu übergeben. Zuvor hatten wir ihm erzählt, dass wir Verwandte in seiner Heimat hätten. Es war nun Zeit, diesen Mal einen Besuch abzustatten. Als John das hörte, konnte er sein Glück kaum fassen und schlug direkt ein Treffen vor, mit beiden Schwestern, nacheinander. Damit alles in unserer Kontrolle blieb, organisierte Toni aus unserem Team ein Wohnmobil, das angeblich der Tante der Schwestern gehöre. Dort könnte das Treffen stattfinden. Also machten wir uns mit unserem Team auf, um ein Treffen zu organisieren, das Johannes nie wieder vergessen würde. Auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr krasse Vorgeschichte und Intro zu diesem ganzen Fall. Thank you.
Vor jedem Dreh stehen wir vor zwei technischen Herausforderungen. Die erste ist die Kommunikation, also der Funk. Die zweite ist die Videoüberwachung, also dass wir den Täter unbemerkt aufnehmen. Was für euch selbstverständlich ist, stellt für uns neben der Einsatzplanung immer die größte Problematik dar. Denn man möchte ja gute und klare Aufnahmen vom Täter haben. Aber all diese sind umsonst, wenn der Täter die Kamera bemerkt. Die Produktion, das, was sie ehrlich machen mittlerweile, ist echt verdammt gut geworden. Kein Spaß. Die geben sich richtig Mühe, Mann. Ehrlich. Möchtest du eigentlich irgendwann mal bei dem Format mitmachen? Ja, warum nicht? Also, müsste man halt schauen, wie und wie genau, was genau, wo genau, aber grundsätzlich wäre es schon interessant für mich. Ich hätte auch Bock, die zu supporten auf jeden Fall. Mal sehen, vielleicht ist es ja irgendwann mal möglich. Das Einzige, wo ich mir Sorgen mache, ist, dass da mal wirklich mal irgendwie so eine Hand ausrutscht oder so, ne? Und ich den Leuten dann Probleme bereite dadurch. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mich so gut beherrschen könnte, wenn da so ein Typ so richtig ekelhaft frech wird, nachdem man ihn dann vielleicht noch erwischt hat. Das ist so das, was ich mir ein bisschen schwierig vorstelle. Kurz nachdem die technischen Vorbereitungen abgeschlossen sind, fahren wir nun zum Treffpunkt, denn es ist schon fast soweit. Dort angekommen, teilen wir uns in zwei Teams auf. Team 1 wird beim Wohnwagen bleiben, um die Kameras kurz bevor es losgeht anzuschalten. Team 2 observiert John, denn dieser ist kurz vor seinem Treffen mit dem Mädchen, ratet wo? Genau, in der Messe. In seiner Rolle als Oberministrant. Kannst du dir nicht ausdenken. So, ich bin jetzt hier schon vor der Kirche am Warten. Easy ist da hinten und trinkt seinen Tee und guckt die ganze Zeit rüber. Ob er kommt, wird mir dann ein Handzeichen geben, damit ich ihn voll auf der Kamera drauf habe. Ab hier haben wir uns dafür entschieden, das Videomaterial ohne große Unterbrechungen durchlaufen zu lassen, damit ihr die Ereignisse so erleben könnt, wie wir das getan haben. Ja, dann mach mal hinten. Dann los, deine Ruhezeit. Gut, kannst du uns dann, wenn ihr noch so ungefähr so 4-5 Minuten entfernt seid, kannst du uns dann das Kommando geben, dann machen wir nämlich alle Kameras an, dann laufen die schon. Wie finanzieren die sich? YouTube nicht, reicht nicht, oder? Nee, auf gar keinen Fall. YouTube wird das Ganze nicht reichen. Erstens, weil der größte Teil der Videos wahrscheinlich nicht vernünftig monetarisiert werden kann durch Werbung aufgrund von dem Thema. Das ist ja immer ein bisschen so ein kritisches Thema. Da wird dann die Monetarisierung gesperrt. Verdienst also mit den YouTube-Videos an sich dann wahrscheinlich gar nichts. Ich denke, den größten Teil von dem Zeug, was die da machen, werden die eben durch Sponsoren. 4 Bros ist ja zum Beispiel ein Sponsor von den Pedo Hunters. Damit werden die das finanzieren und mit Spenden und mit dem Merch, den die verkaufen, also T-Shirts und alles drumherum natürlich, ne? Und dann haben wir nicht die Sorge, dass die eventuell dann leer sind, wenn wir lassen das jetzt so, dann loben wir uns irgendwie zu. Ich lasse mich überlaufen und wenn ich mich überlaufen habe, dann sind die auf jeden Fall rein. Ja. Genau, das reicht nicht. Das reicht nicht mehr, vorher. Vorher, ja. Vorher. Also hier, die ganzen Dinger hier. Also wie lange brauchen wir? 2 Minuten. 2 Minuten. Also ich brauche 2 Minuten. Toni, wie lange brauchst du? 5 Minuten ist viel. 5 Minuten ist viel. Mit da hoch, da runter. Okay, wir brauchen mehr als 5 Minuten. Dann. Okay. Ja, Lichter sind aus, kein Problem. Lichter wegpacken. Der hat jetzt geschrieben, dass er in 5 Minuten losgeht. Denise und Für Nick noch mal bitte wiederholen. Ja, alles klar. Verstanden? Das ist klar.
pass auf, wir gehen hier raus, wir gehen in das andere Auto. Nicht. Aber trotzdem sieht man durch die Scheiben, ne? Ja, besser aber als uns. Stell an. Die Person ist von Aral jetzt durch. Richtig? Bitte nochmal wiederholen. Sind die jetzt am Camper? Okay. Alles klar, verstanden. Hereinspaziert. Du wärst mal los, ja, bei der Nizza. Wie? So weit nicht, ne? Wo nicht? Ja. Du setzt mich zu lieben. Komm, ich komm's mit dir. Oh, lass dir das nach hinten. Was? Was denn? Karl, du wolltest mir noch ein bisschen was erzählen, was? Erzählen? Was ist? Ich übergehe das eine Fahrzeug, das zu fahren. So bitte es leise sein. Ja. Ja. Ja, du bist ja auch dick angezogen, meine ich. Ja. So, und jetzt sieh mal, was mir noch erklären willst, weil... Also, du hast ja gesagt, dass du hier mit mir... Haben wir es richtig? Wenn du morgen. Ich weiß, wie gesagt, du bist. Aber. Ich bin halt immer noch so gut, wie meine Eltern halt erzählt haben, dass es vor der Ehe nicht erlaubt ist. Aber du kennst dich ja auch. Wenn du sagst, das wäre nicht so schlimm. Das wäre wirklich nicht schlimm. Hier. Mit dem Sahnenküste? Ja. Dass viele aus dem gelesen haben. Ja, was eine Pfeife der Typ ist, ne? Tut mir ehrlich leid, ne, aber was für eine Pfeife ist dieser Typ? Der könnte in einem normalen Leben niemals gefühlt mit einer Frau oder so sich unterhalten. Der hat überhaupt keine zwischenmenschlichen Fähigkeiten, wie man das anhand dieser zwei, drei Sätze, die er jetzt gerade rausgebabbelt hat, schon erkennt. Das ist so ein Typ, der muss sich an Jüngeren, an Naiven, an kleinen Mädchen vergreifen, weil eine normale, vernünftige Frau oder so würde der Typ niemals rumbekommen können. Der kann ja nicht mal ein Gespräch führen. Was ein Vogel, Alter. Ich höre es ja. Richtig ekelhafter Typ, Mann. Die Bibel, oder? Ja, aber in irgendeinem Brief oder wenn Absatz oder sonst was, wo es aber nicht Bibel drinsteht. Es wird auch geschrieben und deswegen interpretiert man das. Ah, okay, aber ich muss jetzt nicht beichten oder so, wie ich das mache. Bloody. So eh? Wieso? So ist keine Sünde. So ist Sünde, ist es nicht. Das ist sein. Nein. Okay, und. Ich will nicht so doof klingen, aber. Ja, kann ich das? Geschickt so, ne? Mit den Löchern und so, wo was reinkommt. Aber. Ich kenne damit die normalen, nicht die Person. Ich weiß, dass du eine Schule bist. Du bist ein Film. Und wie würdest du das dann gleich machen? Was hast du aussehen?
Das ist das Große gesehen. Das Große? Das Große. Wie Bilder. Ja. Du willst das gleich machen, weil nicht so rum. Es kommt einfach so. Wenn man sagt, ja, das ist umständlich. Okay. Ich bin auf jeden Fall schon mal beruhigt, dass du gesagt hast, dass das jetzt doch nicht so schlimm ist. Stell dir mal vor, die gehen erst nach der Kinder kriegen. Das ist ja auch wiederum schlimm. Das ist ein Ding, wenn man das sagt, je später man anfängt. Mit dem Alter. Ja, man kann ja kaum auch. Also hält das nicht aus. Also ja, das Risiko. Okay, also das ist eigentlich alle Risiken. Ja, man kann. Das ist ja nicht nur einfach ein Kindertoxin, das ist einfach auch mal die Liebe zu den Menschen zu zeigen. Was hat er gerade gesagt? Das ist ja nicht nur einfach ein Kindertoxin, das ist einfach auch mal die Liebe zu den Menschen zu zeigen. Liebe zu den Menschen zu sagen, was für ein. Hast du mich mal das frei? Okay. Das ist ein bisschen überrascht. Ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Also. Jetzt erklär mal. Der. Jasper. Ja, wie das Ganze wird. Wie die das dann anfingen. Junge, was ist das für ein Hurensohn? Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Der tut so. Als wäre er jetzt hier gerade ins Rotlichtviertel zu irgendeiner 50-jährigen Puffmama reinspaziert, die ganz genau weiß, was Sache ist, wo er direkt die Hose ausziehen kann und die anfängt da rumzumachen. Junge, der trifft sich hier gerade seiner Meinung nach mit einem, weiß nicht, 12-, 13-jährigen Mädel oder so und setzt sich jetzt so hin, redet mit der und erwartet so, als wäre die, was weiß ich was, Mann. Als ob die, ey, ich verstehe das nicht, ne? Was ist das für ein Typ, Mann? Was ist das für ein Mensch auch noch? Da wird man richtig. Da wird man einfach nur abgefuckt, ich schwöre es dir. Alles eins. Wieder. Der hat kein Mitgefühl, der hat kein gar nichts. Keine Sympathie, keine Empathie, kein gar nichts. Der fühlt überhaupt nichts. Der Typ kommt dahin, will einfach nur sein Ding auspacken und ein minderjähriges Mädel irgendwie, ne? So, mehr nicht. Und danach, sobald er da fertig ist, wird er sich anziehen und sich direkt wieder verpissen, so. Das juckt den überhaupt nicht, da kam. Ach. Dann lass uns erst mal kuscheln, aber dann kommt's irgendwann. Meistens ist die Dame diejenige, die meistens eigentlich nur entspannt. Tut mich weh, Alter. Vielleicht werde ich ja auch irgendwann mal Messdiener. Für Nick, es geht los. Komm zu Daddy. Phase 1 der Gerechtigkeit. Hallöchen. Wollte mal fragen, wie geht's ja deine Tante? Sie macht sich. Ja, sie macht sich Sorgen. Wollte ich fragen, ob alles in Ordnung ist und passt das alles soweit? Ja. Ja, und das ist halt, du kennst halt deine Tante, die ist halt übervorsichtig. Und da wollte ich halt mal gucken, ist alles in Ordnung, was sie noch zu trinken? Ja, natürlich. Zu essen. Ich bin doch kein Baby, ja, alles gut. Was ich nochmal. Hier an dem Laptop, da kannst du doch mal. Oh, warte mal, ich habe einen Anruf. Sorry. Ich bleib mal noch eine Weile mit hier. Du kannst in den Laptop. Kannst du ja, worum da deine Tante sich Sorgen macht, ist auf dem Laptop. Musst du mal angucken. Ja, okay. Ich rufe deine an. Ja. Ich sag deine Bescheid. Also, ja, hallo. Ja, alles gut. Nachdem John ein wenig angestresst wurde, wird es nun Zeit für Phase 2. Wir haben eine Dokumentation aufgenommen von den. Denkst du, dass es eine Krankheit ist? Was, Pädophilie?
Ich denke, das ist eine psychische Störung. Ich denke auf jeden Fall, bei diesem Menschen im Kopf ist etwas ganz schief gelaufen. Da ist eine miese, miese Schraube locker. Ja? Anders kann ich das nicht ausdrücken. Und ich finde auch nicht, dass das als Krankheit oder sowas angesehen werden sollte, weil ich finde, solche Menschen haben diese sanfte Behandlung nicht verdient, wenn man sagt, ja, aber das ist nur eine Krankheit. Die können da nichts dafür. Ja, aber es ist mir scheißegal, ob die was dafür können oder nichts dafür können. Ja, ich kann auch nicht sagen, so ein Löwe kann auch nichts dafür. Ja, oder eine Hyäne, ein Wolf oder so kann auch nichts dafür, dass er gerne Menschen frisst. So, da kann er auch nichts dafür. Das ist bei dem in der Natur so, das ist bei dem im Kopf so. Ist nun mal so. Lässt du jetzt Löwen oder Wölfe oder was weiß ich, Hyänen oder so in der Stadt frei rumspazieren und wenn die dann sich ein Kind schnappen und das fressen, sagst du, ja, ist halt so. Nee, sagst du auch nicht, ne? Wir schauen, dass wir uns von diesen Lebewesen, von diesen Tieren so weit wie möglich fernhalten, weil wir wissen, dass die nicht gut für uns sind, ja? Die fressen uns, die machen was weiß ich was mit uns, ist nicht gut. Und so sehe ich das mit diesen Menschen auch, ja? Die sind nicht dafür geeignet oder dazu geeignet, in der Gesellschaft integriert zu sein. Die müssen weg. Und ich rede jetzt nicht davon in der Psycho-Heilanstalt oder so, weil, seien wir mal ehrlich, das gefühlt bringt gar nichts. Ich sage, die müssen weg. Ja, sollen die ausgesetzt werden, irgendwo alleine, komplett in der Wildnis und schauen, wie die da überleben? Oder sollen mit denen ganz andere Dinge gemacht werden? Aber Hauptsache, die sind weg von der normalen Bevölkerung und können dort keinen Schaden anrichten. Ganz einfach. Fertig. Ja, wenn du einen Tumor in deinem Körper hast, sagst du auch nicht so, ja, das ist ja eine Krankheit, da kannst du nichts dafür, das ist halt nun mal der Tumor, der muss jetzt da bleiben. Nee, der wird auch rausgeschnitten, weil er den nicht gut tut. So, und so ähnlich, weg mit denen, weg. Ganz ekelhafte Sachen mit denen machen und weg. Fertig. Den sogenannten Camping-Tape. Ja, der Zusammenhang wird später noch erklärt. Das dient, um John mental auf den nächsten Streich einzustimmen. John verpasst das ganze Spektakel aber beinahe noch, weil er immer noch so geschockt ist, dass er einfach postwendend umkehrt und sich nochmal in der Toilette anschließt. Gibt es eigentlich irgendetwas Ehrenloseres, als sich mit einem vermeintlich 12-jährigen Mädchen zu treffen, sich dann auf der Toilette zu verstecken und in dieser Zeit noch einen Pickel aufzukratzen? Also echt, wo finden wir diese Typen nur immer? Sie sind jung, perspektivlos, aggressiv und eine Sensation im Internet. Eine Gruppe brutaler Schläger hat sich zusammengetan, um im gesamten Bundesland Hessen für Angst und Schrecken unter den Urlaubern zu sorgen. Okay. Im Internet nennen sie sich die Camping-Pässe. Das Makabre an ihren Taten ist, sie übertragen sie live ins Internet und ziehen damit ein Millionenpublikum an. Dabei gehen sie äußerst brutal und hemmungslos vor. Wir von Total Frontal konnten mit den Anführern der Gruppe, den Brüdern Typhoon und Manolito, sprechen. Im Internet haben sie eine Art Legendenstatus, aber hier bei Total Frontal stehen sie uns Rede und Antwort. Typhoon wird von seinen Gangmitgliedern auch Waschmaschinen-Abi genannt. Woher kommt... Waschmaschinen-Abi, oh, das ist so richtig random jetzt mittendrin, what the fuck. Einfach Waschmaschinen-Abi. Oh Mann, ey. Und dieser Name? Wenn wir die Leute ausrauben, haben unsere Jungs oft Waffen mit dabei. Schlagstücke und so. Naja, und ich habe als erstes mit einer Waschmaschine angegriffen. Warum macht ihr sowas? Ich hasse Camping. Wenn ich einen Wohnwagen sehe, raste ich aus. Und du? Das hängt mit meinem ersten Überfall zusammen. Ich kann mich noch so dran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Der Typ hat uns aus dem Campingwagen beobachtet. Mein Bruder hat mit seinem Finger auf ihn gezeigt. Zeig mal. Ich habe so gemacht. Wir sind auf dem Wohnwagen zugerannt und er hat sich mit seinem ganzen Gewicht vor die Tür geschmissen und hat sich dagegen gestemmt. Aber ich habe die Tür mit einem Frontkick ihn samt die Tür ins Schiffshaus vom Wohnmobil getreten. Ja, der Typ hat so gekreischt wie eine Was fühlst du dann, wenn du siehst, wie deine leiden? Glück. Ich bin stolz auf meinen großen Bruder. Bereitet ihr euch auf eure Raubtouren vor? Ich nehme Stoff. Warum filmt ihr das? Als Warnung. Das ist unser Revier. Wenn wieder irgend so ein wieder auf unser Revier kommen will und seinen Wohnwagen abstellen will, hat das mit uns zu tun. Dann rasten wir richtig aus. Und an dem nächsten, den wir wischen, werden wir ein Exempel statuieren. Ich wollte schon immer einen beißen. Um John noch ein wenig mehr um den Verstand zu bringen, haben wir einen Deepfake erstellt. Und zwar John, der Alina irgendwann gebeichtet, dass er leidenschaftlicher Gaming-Streamer ist. In seiner Freizeit. Wenn er nicht gerade... Naja, ihr wisst schon. Und wir haben einfach unseren ganz eigenen teuflischen Stream aufgenommen und uns dafür das Gesicht von John ausgeliehen. Per Deepfake-Technik.
Das wird ihm jetzt gleich gezeigt. Das Problem ist natürlich, dass wir euch sein Gesicht nicht zeigen dürfen, aber wir euch diesen wirklich spektakulären Stream nicht vorenthalten wollen. Und deswegen haben wir uns einfach das Gesicht von einem anderen bekannten John ausgeliehen, und zwar dem Clownsmörder und Serienkiller John Wayne Gacy. Viel Spaß. Hey Leute, mein Name ist Johannes, aber ihr da draußen kennt mich wahrscheinlich unter meinem Streamer-Synonym Johnny Boy. Wer meine Streams kennt, weiß, bei mir dreht sich alles rund um das Thema Satanismus und andere spaßige Themen. In meiner Gemeinde bin ich so eine Art Heiliger, aber wenn ich mich mit kleinen Mädchen treffe, dann mache ich ganz unheilige Dinge. Bisher bin ich immer damit durchgekommen, denn wer hätte es gedacht? Niemand! John schüttelt den Kopf und will das Video nicht mehr weitergucken. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob er überhaupt verstanden hat, dass er das in diesem Video ist. Aber er hat zumindest zweimal gelacht, bis erwähnt wurde, dass er sich gerne mit kleinen Mädchen trifft. Das fand er dann nicht mehr so lustig. Wie dem auch sei, ich denke, es ist Zeit für das Finale. Der Typ hat uns auf seinem Campingbaum beobachtet. Mein Bruder hat mit seinem Finger auf ihn gezeigt. Und an dem nächsten, den wir richten, werden wir nicht zeigen, Stoff. Ich wollte schon immer einen Beispiel. Ich nehme Stoff, Stoff. Die Aufkleber für Auf und Zu wurden übrigens von uns vertauscht. Als sie nicht die Tür abschließt, macht sie uns in Wirklichkeit auf. Wer bist du denn? Hä? Wer bist du denn? Ich denke aber, dass wir heißen. Wer bist du? Hä? Du bist ein Kumpel? Ja, bist du ein Kumpel? Wir haben dann die Situation aufgeklärt und ihm gesagt, dass wir nicht die Campingtouristen sind. Denn die sind noch irgendwo da draußen. Aber im Ernst, jetzt wollten wir Johannes mal ein wenig auf den Zahn fühlen und ihn fragen, was er denn so vorhatte. Wie alt bist du? Wie alt? 24. Pass auf, nimm mal den Schlappen aus dem Mund. 24. Alles klar. Ja, gut. Gebrochen, ja, okay. Wie alt ist das Mädchen? 12, wie du schon gesagt hast. Okay. Und wofür hast du dich hier getroffen? Ich wollte sie erstmal kennenlernen. Das finde ich sehr interessant, dass du sie erstmal kennenlernen wolltest. Denn guck mal hier. Heute ist ja das erste Treffen. Was steht hier? Ja. Kannst du das lesen? Ja. Was steht denn da? Mann, mich fuckt es so ab, dass die Gesichter von denen zensiert sind, Mann. Es geht mir richtig auf den Nerv. Ich will einfach seinen Gesichtsausdruck sehen. Ich will einfach nur seinen Gesichtsausdruck sehen. Wenn er jetzt hier gerade mit diesen Screenshots und allem Möglichen konfrontiert wird. Ich will es einfach nur sehen. Erstes Treffen steht hier oben eingekreist. Erstes Treffen. Und was möchtest du da machen? Ja, okay, das war ein Fehler. Was hast du denn geschrieben? Wir können euch ja leider auf YouTube nicht zeigen, was er geschrieben hat. Aber es war wirklich gottlos. Jetzt achtet mal auf seine Attitüde. Nehmt ihr ihm seine Reue ab? Versuch, aber ich wollte es nicht wirklich machen. Du hast gerade, wir haben zugehört, in dem Wohnwagen darüber gesprochen. Du hast genau gesagt, wie das abläuft. Habe ich recht? Und wie würdest du das dann gleich machen? Du hast das Große gesehen. Es kommt etwas mit. Wenn man das erklärt, ist es umständlich. Ich weiß nicht, wirst du mal kuscheln an und dann kommt es irgendwann. Meistens ist die Dame diejenige, die meistens eigentlich nur entspannt. Ich hab's ihr nur erklärt, weil sie es nicht kennt. Tu mir einen Gefallen, ne? Wir bleiben ruhig. Du bleibst ruhig. Bleib auch ja, gut. Guck mich an. Ich möchte nicht, dass du mit deinen Händen hier jetzt rumfuchtelst. Oder so machst. Ich mach das auch nicht. Alles klar? Wir beruhigen uns wieder. Tut mir leid. Okay, ich gut. Sehr ich mach auch nichts. Okay, ich schlag keinen von euch, ist er kräftiger. Ja, das würde ich ja auch nicht raten. Ich habe eine kurze Frage. Du hattest ja nichts vor, hast du gesagt, ne? Ja. Hast du das geschickt? Ja. Hast du geschickt? Guck dir das an. Ein 12-jähriges Mädchen. Ja, ich wollte dir halt nur was erklären, ein bisschen. Schickt man sein wenn man einem Kind was erklären möchte? Nein, das war ein Fehler von mir. Ja. Stell dir mal vor, das wird morgen in der Messe, und in der Vormesse. Wird jeder wissen. Wenn die nicht zensiert werden, werden die morgen. Ja, gut. Sehe ich kein Problem darin. Beim besten Willen, da sehe ich kein Problem darin, wenn die weg wären. Ganz ehrlich. Soll ich da jetzt Mitleid damit haben, oder was? Soll ich jetzt wirklich Mitleid damit haben, dass, wenn deren Gesichter öffentlich wären, dass denen irgendwas angetan werden könnte? Oh ja, Mann. Lass mich mal meine Pedo-Empathie irgendwo rauskramen aus irgendeinem Loch.
Juckt mich doch nicht, ganz ehrlich. Dann soll denen halt irgendwas Ekelhaftes passieren. Mir scheißegal. Was du gemacht hast. Stell dir mal vor, wir würden davon ein paar Tage erzählen. Stell dir vor, dein Gemeinderat. Da, wo du dich jede Woche... So engagierst, tut mir leid. Nein. Ich bringe nichts. Ich will. Ich sehe meinen Fehler ein. Ja, alles gut. Okay, du siehst deinen Fehler ein. Dann kannst du mir vielleicht noch eine Sache erklären. Ja, klar, gerne. Ich erkläre dir gerne alles. Okay, das ist sehr nett, dass du dir die Zeit nimmst. Was ist das? Nur zur Erklärung. Hier hat John so eine Art Bild aus einem Biologiebuch nachgemalt. Mehr können wir euch leider nicht sagen. Ich habe hier ein bisschen Sachen erklärt. Aha. Machst du das für alle Kinder? Nein. Hast du die Markierungen gemacht? Ja, ich habe diese, wie gesagt, Sachen. Glaubst du, er schämt sich gerade? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, er schämt sich nicht. Ich glaube, er fühlt sich einfach schlecht, weil er erwischt wurde. Schamgefühl, glaube ich, hat diese Person gar nicht, was dieses Thema angeht. Ich glaube, der kann sich auch, glaube ich, gar nicht schämen. Er fühlt sich gerade einfach nur schlecht, weil er weiß, dass er dabei erwischt wurde. Nicht, weil er etwas Falsches gemacht hat. Guck mal, ne? Jetzt mal wirklich eine ernste Frage. Wenn du wüsstest, wie alt bist du? 24. Möchtest du mal Kinder haben? Ja, vielleicht, ja. Wenn dein Kind in eine Kirche geht und du wüsstest, dass jemand wie du da arbeitet, würdest du das Kind da hingehen lassen? Weiß ich nicht. Es tut mir auch leid, ich sag's dir trotzdem. Ja, es tut dir leid. Ich sag dir, warum es dir leid tut, weil du erwischt worden bist. Weißt du, das ist nämlich genau das Ding. Nein, das Ding ist auch, ich kann jetzt nicht richtig ehrlich sein. Wieso kannst du nicht richtig ehrlich sein? Was? Oh, jetzt kommt seine Opferstory. Jetzt kommt seine Opferstory, warum er das macht, was er macht. Und er kann es nicht ehrlich sagen, weil es ja so schrecklich ist. Pass auf. Mit meiner Kindheit zu tun hat. Pass auf, du brauchst jetzt gar nicht die Mitleidsschiene ziehen. Weißt du, ich kaufe dir die Scheiße nicht ab. Ich weiß es als erwachsener Mann, ja. Aber was wirklich damals passiert ist, weiß ich nicht. Ja. Du bist Oberministrant in der Kirche. Hier. So Fotos schickst du. Guck mal, wie stolz du bist. Ja. So, hier. Glaubst du an Gott? Ja, schon. Was soll Gott dazu sagen, wenn er das wüsste, was du heute machen wolltest, was du geschrieben hast? Ja, das ist richtig. Tut mir leid. Nein, sag das nicht so. Ich möchte... Ich bin nicht dein Vater. Ich verspreche dir, es kommt nicht mehr vor. Das, weißt du, was das Lustige ist? Ich würde es dir ja gerne glauben. Aber weißt du was? Du hast vor einem halben Jahr schon die Lana angeschrieben. Ach, das war ich. Ich. Du hast mit mir geschrieben. Deswegen die Bilder von ihr. Ja. Genau. Und du bist wirklich in der Lage, du siehst, ich habe die gleichen Bilder benutzt wie Alina. Und ich möchte, dass du weißt, dass wir dich mit dem billigsten Trick gefangen haben. Darf ich vorstellen? Alina. Darf ich vorstellen? Lana. Ja, dachte ich mir direkt. Ich habe dir nachgefragt. Und warum hast du dich dann heute hier getroffen? Guck, eine Sache möchte ich wirklich, weißt du, die Regeln, die in der Kirche sind, die Regeln, die in der Bibel sind, sind die einfach nur da? Wofür sind die da? Nee, ich habe mich damit wirklich noch nicht richtig auseinandergesetzt. Du bist Ober... Okay, was möchtest du sagen? Ja, eine Frage stellen? Gerne. Ich habe eine Frage an dich. Von wo kommst du gerade? Aus der Gemeinde. Was habt ihr da gemacht? Die Messe gefeiert. Das heißt, du warst gerade in Gottes Namen tätig, richtig? Ja. Mit dem Wissen, du hast ja die Updates die ganze Zeit rausgeschickt, mit dem Wissen, ich treffe mich gleich mit einer 12-Jährigen. Du hast die Messe gehalten? Ja. Korrekt oder falsch? Kann ich dir was sagen? Es war mir wirklich sehr unwohl. Also ich... Aber achso, das war die Unwohl. Das tut mir natürlich leid, dass es dir unwohl gewesen ist. Ja, dass du zu Gott gesprochen hast mit der Absicht, dass du gleich eine Straftat begehst. Ich wollte vorher auch schon eigentlich umdrehen nach Hause gehen. Okay. Ja, selbstverständlich wollte er sich umdrehen und nach Hause gehen. Aber dann ist er zufällig dreimal gestolpert und im Wohnwagen mit der 12-Jährigen gelandet. Ganz aus Versehen und eigentlich wollte er es ja überhaupt nicht. Eine Frage habe ich noch an dich. Sie hat dich doch explizit gefragt, ob der Verkehr vor der Ehe, ob das deinem Glauben entspricht. Was hast du geantwortet? Da muss ich noch was ergänzen. Sie hat es nicht nur hier gefragt, sie haben sich auch im Chat darüber unterhalten. Was hast du da geantwortet? Sie hat gefragt, und wie ist das überhaupt mit dem vor der Ehe? Meine Eltern sind nämlich dagegen. Was denkst du darüber? Was hast du geschrieben? Lies mal bitte vor. Ja, muss nicht eingehalten werden. Ja, ich... Alles gut, du hast geschrieben, muss nicht eingehalten werden. Ist das denn so? Ich habe getrunken vorhin, deswegen. Oh. Mein Mund ist trocken. Möchtest du was trinken? Nein, ich... Wir haben die Sommersorte von 4Bro. Ja, wir haben Getränke da. Aber Frage an dich, ist es denn so, dass das nicht eingehalten werden muss? Ja,
ich kenne dich damit nicht. Pass auf, ohne jetzt die ganze Zeit sich im Kreis zu drehen. Weißt du, du arbeitest in der Kirche. Du hast gesagt, es ist die Verantwortung über die jungen Ministranten, die dich da für diesen Job reizt. Und dann schreibst du sowas ein Kind. Das ist genau die Altersgruppe, die du betreust. Nein, das ist nicht meine Lappalie. Das können wir nicht einfach unter uns. Es tut mir leid. Nein, ich glaube dir kein Wort. Ich glaube dir kein Wort. Mann, warte, okay, pass auf. Ich gebe dir die Möglichkeit. Wer ist Anna? Eine Bekannte von mir. Ja? Ruf die doch mal an. Ich habe die Nummer nicht mehr. Nee, ist das nicht? Nein, ich habe wirklich die Nummer nicht mehr von ihr. Ist das, ja, sieht die so aus? Ist das die? Alter, schon wieder neue Bilder. Ja, neue Bilder, ja. Warum hat die denn deine Nummer? Sie hat meine Nummer, weil sie mal bekannt war. Ja. Ihr wart mal bekannt? Okay, hast du ein Bild von Anna? Hast du nicht ein Bild von Anna? Okay. Das ist aber eine wirklich gute Freundin, dass sie sich extra um dich kümmert und genau weiß, wie man mit dir in Kontakt kommt, zum Beispiel hier. Überrasch ihn doch mal mit etwas. Brauchst du Ideen dabei oder weißt du schon mit was? Oder hier. Vielleicht braucht er erstmal und vielleicht musst du ihm einfach ein bisschen was schicken, ohne dass er fragt. Oder sagst, vielleicht. Hä? Ja, die kennt. Das ist. Wie nennst du denn mit Nachnamen? Ich weiß es aber nicht. Aber du hast mehr gesagt, du kennst das klein auch. Ja. Was eine richtige Haarfarbe hat sie? Nicht wie auf dem Bild. Sie war blond. Mhm. Aber nicht brünett. Wir haben gedacht, dass er blond ist. Ja, ja. Warum? Ja. Du scheint auf jeden Fall eine richtig gute Freundin von dir zu sein, weißt du? Pass mal, weißt du, was das Ding ist? Guck mal, ne, weißt du, was das Ding ist? Wirklich. Wenn du jetzt sagen würdest, weißt du was, ich habe gelogen. Ich habe so versucht, in Kontakt mit einem Mädchen zu kommen. Dann würde ich denken, weißt du was, er ist vielleicht doch ehrlich. Aber da du jetzt so dreist, hör mir zu, bevor du mich unterbrichst, da du jetzt so dreist lügst, werde ich dir nämlich auch nicht glauben, dass du das nicht mehr machst. Und deswegen? Ja, okay. Und deswegen werden wir jetzt die Polizei rufen. Oder gibst du doch zu. Auge in Auge. Auge in Auge. Ich habe von einer damaligen Schulkameradin das Bild noch gehabt. Und du schreibst dann quasi als Anna kleine Mädchen an, um in Kontakt mit 12-Jährigen zu kommen. Zumindest schon mal mit 2. Sei doch einfach ehrlich. Sag doch die Wahrheit. Warum sagst du nicht ehrlich, ja, ich wollte mit ihr. Warum gibst du es nicht einfach zu? Ja, ich wollte, aber ich war mir unwohl. Wirklich sehr unwohl. Aber du wolltest. Ja. Du hast die ganze Zeit versucht, das mich in den Arm zu nehmen? Ich hab's einmal gedacht. Wir haben alles auf Band, weißt du was? Trotzdem lügst du hier noch rum. Okay, ich will dich nur eine Frage machen. Du bist ehrlich zu mir. Wolltest du mit dir heute was machen oder nicht? Ja, schon. Okay, und was würde deine Gemeinde dazu sagen? Wenn jetzt jeder von deiner Gemeinde wüsste, was du heute getan hast, wie würden die zu dir stehen? Sehr schlecht. Ja. Sehr schlecht? Ja. Ich glaube, das trifft es nicht. 3 Monate bis 5 Jahre. Ja, das tut mir leid. 176b Strafprozess und Strafgesetzbuch. 3 Monate bis 5 Jahre. Da reicht die Annahme, dass das Kind 12 ist. Kann ich mir vorstellen, dass ihr das leid tut. Muss ich gar nicht. 3 Monate bis 5 Jahre. Kann ich mir vorstellen, dass ihr das leid tut. Und der Knast regelt. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Eigentlich gehört er genau dahin, in den Knast. Ich schwöre es euch, das ist eigentlich der perfekte Ort, wo er hingehört. Und er soll da wirklich mit einem großen Schild in der Hand reinlaufen, wo steht, ich wollte eine 12-Jährige verführen und Dinge mit ihr machen. Da wird genau das Richtige ihm passieren. Der soll in den Knast mit den absoluten Intensivstraf-Schlimmstätern oder so eingesperrt werden. Ja? Wo die guten Wärter für ein paar Stunden vielleicht mal kurz ein Fußballspiel oder so austragen gehen. Kurz dort ablassen und in ein paar Stunden wieder reinschauen. Genau dahin gehört er, glaub mir. Da bekommt er die Behandlung dann, die ihm zusteht. Ganz ehrlich. Ich sag dir, was jetzt abgeht. Wir haben dann wie immer die Polizei gerufen. Die haben ihm dann, nachdem sie ihn kontrolliert hatten, sogar Handschellen angelegt und ihn festgenommen. Möglicherweise war das ja nicht sein erstes Mal. An dieser Stelle Lob an die Frankenberger Polizei, die diesen Fall mehr als ernst nahm und sogar mit 2 Einsatzfahrzeugen inklusive Hund und Krankenwagen kam. Danach fiel der ganze Druck von uns ab und wir waren einfach nur froh, dass alles geklappt hatte. Wir waren am Ende auch ein wenig stolz auf uns und ich auf dieses Team. Man denkt ja manchmal von uns, wir wären einfach nur breite Gorillas. Aber glaub mir, wir freuen uns jedes Mal wie die Kinder, wenn wir wieder mal einen von der Straße holen und potenziell Kinder vor diesem schützen konnten. Tja, was soll man sagen? Harte Schale, weicher Kern. In dem Sinne, passt auf euch auf. Wir sehen uns. Und beim nächsten Mal. Bist du hier? Ja. Was machst du mit meiner Tochter hier?
Wir hätten Johanna einfach nicht rausschicken sollen. Ja, der Kontakt muss verzögert werden. Der Kanal von denen heißt Nick Hein. Ich vergesse immer das Mikrofon zu entmuten. Auf dem Kanal sind alle Videos online. Das ist mittlerweile Folge, keine Ahnung wie viele. Wir haben uns schon so viele von denen angeschaut. Das war das aktuellste Video jetzt. Gerne reinschauen, ja. Ach ja, Mann, was soll man sagen über dieses Thema, ja? Leider ist Deutschland auch ein Land, das viel zu soft mit solchen Menschen umgeht. Leider, leider, leider viel zu gutmütig und zu soft die Regelungen, was solches Verhalten in Deutschland angeht.